Und zwar habe ich bei einem geheimen Adventskalender mitgemacht und mir fehlt eine Karte. Und ich weiß nicht, wo diese eine Karte hingekommen ist. Ich habe hier schon alles abgesucht, aber ich habe nichts gefunden und ich befürchte, die ist vielleicht hinterm Schrank gefallen, als mein Mann da geräumt hat. So, das ist der geheime Adventskalender. Den hat Nane. Warte mal, warte mal, warte mal. Also sie kommt ja nachher. Warte mal, warte mal. Da muss ich mal gucken, ob ich ihren Namen. Wo haben wir sie denn? Kann sich nur um Stunden handeln, sorry. Nane, also Miss Mautz. Genau. Auf Facebook Nane 1974. Hat das wohl organisiert. Und herzlichen Dank dafür und auch, dass ich mitmachen durfte. Und ich bin völlig begeistert. Also bis auf eine kleine Ausnahme finde ich wirklich hier jede einzelne Karte toll. So, dann fangen wir jetzt mal direkt an. Ich lege die mal ein bisschen näher zu mir ran. Dann fangen wir auch gleich mal mit den an, wo ich nicht viel zu sagen werde, sondern nur zeigen. Und das sind die beiden. Die wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Sagen dazu tue ich nicht so viel. Ist, glaube ich, besser. Die kommen auch nicht mit zu mir in meinen Kalender, in meinen Dings rein. So, die finde ich voll süß. Also die Auflage war, Thema musste Weihnachten sein und sie sollten aufwendig sein. Und jetzt kann man natürlich streiten über Aufwand. Ist das jetzt, wenn du da 10.000 Kilo Material drauf hast? Oder wenn einfach nur, weiß ich nicht, ne? Also ich finde es schon aufwendig, wenn man so ein Teil nur koloriert. Da ich nicht richtig kolorieren kann. Ja, also da können Leute kolorieren, das ist Hammer. Dann brauchen die für so ein Teil aber auch länger als mal eine Minute, ne? Sauber zu kleben, um sich Gedanken zu machen, was man drauf macht und wie man gewisse Dinge zusammensetzt oder wenn man eine Idee im Kopf hat und man versucht, das wirklich alles ordentlich und sauber umzusetzen, finde ich, ist das auch eine Art von Aufwand. Ne? Also nicht, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn hier das jetzt ein weißes Papier wäre und hier unten in der Ecke wäre eine selbst kolorierte Landschaft oder sowas, ist das sehr aufwendig. Es ist klein, du machst es, ich sag jetzt im schlimmsten Fall 24 Mal. Und dann ist man ja selber schuld, man hat sich hier angemeldet, ne? Aber das ist schon eine wirkliche Art von Aufwand. Und die hier finde ich richtig süß. Und die ist auch mit diesem Glimmermist bestrichen. Also in diesem Kalender, bis auf diese, ne, gibt es also keine Karte, die ich nicht schön finde. Und die finde ich auch richtig schön. Ich finde die niedlich. Niedlich, niedlich, niedlich. Ich mache die mal da hier hin. Das ist die zweite Karte. Die finde ich auch so süß. Und diese kräftigen Farben, oder? Das ist mal richtig schön. Hier. Ach ja. Alle guten Wünsche für Feiertage voller Herzens, Wärme und Heiterkeit. Ja. Nach getaner Arbeit geht das Surfen. Finde ich echt toll. Hier, die gefällt mir auch. Und die ist ja auch wieder so völlig simpel. Aber ich finde die schön. Ja. Und halt. Hier die. Das Einzige, was ich an dieser Karte traurig finde, ist, dass die auch so labbelig ist. Aber schaut euch mal an, wie der Weihnachtswichtel koloriert ist. Ist der nicht schön koloriert mit Schatten und all sowas? Toll. Und dann hier unten diese Schneeflockenbordüre mit was auch immer das ausgestanzt ist. Das ist genial. Ich habe nämlich jetzt keine flitternden Daumen. Wirklich toll.
Und hier oben sind noch Sterne drauf. Also das gefällt mir richtig gut. Und das ist ja wieder so eine eher simple und klare Karte. Aber die ist toll. Dann haben wir den. Das surft er ebenfalls. Und auch wieder so richtig geile Bam-Farben, oder? Und dann die schwarzen Palmen dahinter. Also ich finde es schön. Echt schön. Das ist, kann's nichts sagen. Die finde ich auch voll niedlich. Obwohl wir jetzt gelernt haben, das sind keine selbst gestempelten Flocken. Die waren irgendwie auf so ein Designpapier schon drauf. Aber der kleine Mann, der passte auch. Das ist alles so völlig stimmig. Und es sieht wirklich aus, als wären die Flocken selbst irgendwie. Ja. Also die Karte gefällt mir auch. Dafür, dass die Flocken ja nicht selbst gestempelt sind. Ich persönlich hätte die wahrscheinlich mit so einem Klebestift nachgezogen und dann klar embossed. So beknackt wäre ich. Die ist schon wirklich schön, aber dafür, dass das ja ein. Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall gefällt sie mir. Die gefällt mir auch. Die ist auch wieder so klar. Und da gefällt mir der Weihnachtsmann besonders schön, besonders gut. Und es ist sauber gestempelt. Da ist auch hier wieder so ein, ich glaube, Designpapier-Hintergrund. Ja. Also die ist echt schön, aber so ein bisschen aufwendiger. Aber sie gefällt mir. Und sie ist sauber geklebt. Also man hat seine Ansprüche ja schon so ein bisschen nach unten geschraubt, ne? Nach den anderen beiden Adventskalendern, ja, sorry. Die finde ich auch süß. Den Priegelfolder finde ich auch toll. Die ist auch schön. Das ist auch wieder so eine simple und klare Karte. Wenn ich die gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich verzweifelt, weil ich gefunden hätte, die ist zu nackt. Was sie ja nicht ist, weil sie gefällt mir ja, aber hätte ich sie gemacht, wäre das so. Ich sag's euch. Ja, die weiß ich nicht. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt hier reingehört. Da weiß ich das gar nicht so. Die ist schön. Dieser gute Laune Schneemann und dann dieser irgendwie total verrückte Hintergrund dahinter. Mit einer Blume und so. Aber der gefällt mir. Das ist so ein gute Laune Schneemann. Ja, da war ich mir erst nicht sicher. Aber die gefällt mir. Und ich weiß gar nicht wieso. Aber bei mir waren es mit Sicherheit da oben diese beiden Steinchen. Weil die mich immer irgendwie abgelenkt. Jedes Mal, wenn ich auf diese Karte gucke, landen meine Augen da oben. Also den Hintergrund finde ich sehr interessant. Wenn man da so mal mit den Fingern drüber geht. Mich würde ja interessieren, was das für ein Material ist. Ob sie das geprägt hat, draufgeklebt und dann nochmal mit irgendeiner Schicht, so eine dünne Hauchschicht drüber gegangen ist und nochmal festgeklebt hat, ich weiß es nicht. Aber es ist schön. Und den Schneemann, den Schneemann, den Weihnachtsmann finde ich lustig. Aber das hier, das interessiert mich. Davon haben wir noch eine, da konnte man auch nochmal ein bisschen dran rumfingern. Weil hier jetzt, wo die goldene Farbe da drauf ist, ist das nicht so. Aber hier, das ist jetzt ganz glatt und samtig. Das sieht aber echt aus, als hätte sie da irgendwie. Ich weiß es nicht. Der Pinguin ist auch lustig. Also das hier würde mich schon interessieren. Das ist irgendwie interessant.
Ich glaube, in der Gruppe hatte ich gar nicht gefragt. Ich bin auch schon rausgegangen. So. Und das ist auch wieder so eine Karte. Die sieht so klar strukturiert und aufgeräumt aus. Die ist schon fast steril sauber, oder? Da ist nichts an Kleber daneben gegangen, ist nichts gematscht, ist sauber gestempelt. Hier, die finde ich richtig schön. Toll koloriert. Da oben das mit dem Embossen finde ich hübsch. Also mir gefällt die Karte super gut. Und die finde ich auch sehr schön. Diese komplett Schneeflocken überladene Karte. Die ist sogar dreimal gemattet. Dunkel, Silber. Und dann ist das hier nochmal. Und da steht dann drauf, Schneeflocken sind die Schmetterlinge des Winters. Und hier sind dann überall Flocken. Und in der Flocke hier hat sie nochmal so eine ganz kleine Flocke reingeklebt. Also ein Stern, besser gesagt. Also mir gefällt die Karte auch richtig gut. Hier ist auch so ein kleiner Stern nochmal. Die gefällt mir auch sehr gut. Und die finde ich auch so, so süß. Also die, das ist wieder dieses simpel, klar und bäm. Ne? Ich finde die einfach toll. Die ist auch steril sauber. Das ist jetzt nichts Schlimmes, wenn ich das sage. Das ist einfach so ordentlich und sauber gearbeitet. Das macht eine Freude, wenn man das anguckt. Hier ist nirgends rumgekleckst, nirgends rumgekleckert. Das ist einfach nur schön. Also ich persönlich empfinde das so. Und das ist so schön koloriert. Und das ist so ein süßer Abdruck. Und oh Gott, einfach toll. Und jetzt kommen wir zu einer Karte, wo ich meine, dass man diese Fertigteile doch mal so richtig geil verarbeiten kann, oder? Also sie kann es, ich kann es nicht. Hier unten hast du so Schnee und der ist auch noch mal eingefärbt und da ist auch, glaube ich, so ein Glitter drauf und hier dieses Krakelierzeug. Also ich finde die Karte schön. Die Karte gefällt mir sehr gut. Ja. So. Und dann die hier. Also, wenn ich die jetzt 12-mal gemacht hätte, mein lieber Gott. Danach hätte ich einen Tattregen, ich sag's euch. Das ist nach dieser einen Technik da gearbeitet, dessen Namen ich jetzt wieder nicht kenne, ne? Das gibt ja 100.000 Techniken, wo du stempelst hier mit dieser hellen Stempelfarbe und kolorierst mit der gleichen Farbe, dann sieht das aus, als hättest du das selber gemacht. Ich finde die richtig schön. Was für eine Heidenarbeit. Zum Verlieben niedlich, ne? Und so zart wirkt das, ne? So zart. Die ist auch so schön. Und guck mal, wie das rentiert koloriert ist. Das nennt man kolorieren. Ich kann es ja nicht. Ich male ja nur aus. A little red nose. Ja. Und dann hier nochmal so ein Bändchen drum. Und dann glittert das hier alles. Das hier ist hier wieder diese Paste, die ich mir immer selbst mache. Wie heißt sie nochmal? Nicht Modellierpaste. Egal. Richtig schön. Ma. Dies war die erste, die ich ausgepackt habe. Und einfach nur super. Also da habe ich mir gedacht, na das fängt ja geil an. Das ist ja mal eine Vorlage, ne? Schön. Wirklich schön. Hier hast du diese, was auch immer das wieder mal ist für eine Paste. Und dann wildes Schneegestöber. Das ist einfach schön. Und das Lustige ist, ein paar Tage vorher hatte ich mir das gleiche Stempelset gekauft. Ja. Einfach nur genial. Und diese hier, ist die nicht schön? Ja, ich weiß, ich bin Oddball-süchtig. Aber der Hintergrund, guckt mal. Super gemachter Hintergrund. Echt. Es gibt ja wahnsinnig tolle Pasten. Ne? Da müsste man sich auch mal eher mit beschäftigen, was es alles so an Pasten gibt. Die können ja glimmern, schimmern und alles Mögliche. Krakelieren, reißen.
Naja, anspringen können sie einen noch nicht, aber wer weiß das schon? Wirklich schön gemacht. Und die hier finde ich auch mal wunderschön, oder? Und die schimmert so schön. Ich stehe da ja drauf, auf diese Schimmer.